Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren und der wahrscheinlich letzten Folge von Let's Play Dark Souls. Je nachdem, wie gut ich mich jetzt hier zurechtfinden werde. Ja, wir haben soweit alles gemacht. Also nicht alles, ich will jetzt auch nicht übertreiben. Es gibt die ein oder andere Kleinigkeit, die ich in diesem Let's Play nicht erledigt habe. Aber ich bin der Meinung, dass von all den großen Dingen, in Anführungsstrichen, alles abgehakt ist. Warte mal, sobald ich den Ort gefunden habe, wo ich jetzt hin möchte, werde ich auch... War das hier? Werde ich euch auch erzählen, was ich meine. Das war hier, ne? Das erste, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten porten wir uns gleich nochmal. Ja, was fällt mir da so ein? Zum Beispiel, was ich nicht geschafft habe, ist das im Eisenschloss da mit den... Da gab es ja auch viel Loot, den ich habe liegen lassen auf diesem heißen Boden. Ja, und ich werde generell, glaube ich, die ein oder andere Leiche hier liegen gelassen haben. Aber alles, was es an optionalen Gebieten zu erledigen gab, alles, was es an optionalen Bossen gab, das ist soweit alles erledigt. Entschuldigung, ich trinke gerade Cola, deswegen wird das wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein. Und ja, mit dem größten Triumph für mich, dann dem Sieg über den Finsterschleicher in der vorletzten Folge, hat dieses Projekt eigentlich für mich persönlich ja schon sein großes Finale gehabt. Ich bin auf diesen Boss ja jetzt auch sehr gespannt. Den habe ich, habe das glaube ich in einer anderen Folge auch schon mal erwähnt, noch nie selbst besiegt. Also das wird jetzt wahrscheinlich auch der erste Versuch sein. Ich weiß gar nicht, ob ich den damals versucht habe. Auf jeden Fall hat sich gerade die zweite Hälfte des Spiels für mich extrem blind angefühlt. Ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil ja, ich so viel zu resümieren habe, obwohl ich jetzt hier noch das, den entscheidenden Kampf hier vor mir habe, aber bin schon gedanklich trotzdem 10 Schritte weiter. Ich hoffe, dass ich das nicht gleich bitterböse bereuen werde, aber eigentlich bin ich die Geduld in Person. Weil ich habe, selbst wenn ich hier verrecken sollte, zwar einen nervigen Laufweg, aber das ist ein absolutes Luxusproblem im Vergleich zu den WWchen, die ich mit Wegen bei anderen Bossen so hatte. Haben wir hier schon mal runtergeguckt? Keine Ahnung. Ja, der Schrein von Amana, letzte Folge nochmal mit einer Estus-Flakonscherbe gesegnet, fand ich gut. Mal gucken, ob wir das in diesem Kampf hier vielleicht sogar gebrauchen können. Ich habe Angst. Zwei? Okay, ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht mehr, dass es hier so eine Art Vorboss noch gibt. Ja, schön. Den hier, den kenne ich wirklich irgendwie gerade gar nicht. Keine Ahnung. Muss ich jetzt mit den Estus, die mir aus diesem Kampf übrig bleiben, auch den nächsten gleich machen? Also quasi meine Reserven für zwei Kämpfer, aua, verplanen. Ach, zaubern kannst du auch. Okay, vielleicht war es auch nur ein etwas kräftigerer Furz. Ich bin mir nicht sicher, ob man das als Zauber betiteln sollte. Aber eigentlich möchte ich den in weiß gehüllten Pseudo-Arzt hier gerne zuerst umnieten, weil der relativ wenig zu vertragen scheint. Allerdings kommt der Dicke immer gerne hinterher. Weißt du, das, was du hier gerade machst, das kann ich eigentlich auch. Aua. Wenn ich lustig bin. Ich glaube, meine Rüstung hat nicht die allzu... die allzu beste, wollte ich gerade sagen. Hat keine allzu gute Dings-Defense. Aua. Oh nein! Aua, nein! Ja, kaum habe ich mein Schild hier wieder nicht, komme ich nicht klar. Okay, also die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, Leute. Sonst hätte sich mein Optimismus in den letzten Folgen wahrscheinlich auch ein bisschen in Grenzen gehalten. Ich komme hier irgendwie immer nicht weg. So, jetzt probieren wir mal den hier. Okay, das hat dem gut Schaden gemacht. Ich würde mal fast behaupten, dass der so ein bisschen feuerempfindlich ist. Kann das sein? Habe ich den jetzt nicht getroffen? Was ist denn das für ein Scheiß? Das kann eigentlich mein Schild wegblocken von diesem ganzen Elektrozeug. Ich glaube auch nicht so viel. Ich kämpfe aber auch gerade wie der letzte Dulli, ich weiß. Ich muss mich mit der Situation jetzt hier erstmal arrangieren. Ich habe mich nämlich...
wo kommt das denn her? War das da die ganze Zeit schon? Warum weiß ich von dem Boss nichts mehr? Den müssen wir damals mega schnell gelegt haben. Also den, da kann ich meine Hand für ins Feuer legen, den habe ich nie selbst gespielt. Nie. Ich keine Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt mache ich mir schon wieder Sorgen um meinen gesundheitlichen Zustand, ja? Wie kann man denn sowas vergessen? Das wird wahrscheinlich eine Minute meines Lebens ausgemacht haben, weil es so schnell vorbeiging. Ach, scheiße, gucke mal. Ich habe noch den falschen Ring hier drin gehabt. Also ob mir das jetzt den Kampf entsprechend erleichtern wird, wenn ich das anpasse, das sei mal dahingestellt. Aber so ein bisschen Blitzresistenz. Was habe ich denn jetzt hier stattdessen weggemacht? Ah. Zeig ich mal, was haben wir denn hier? Donnerquarzring. Soll ich den mal probieren? Ich glaube nämlich, dass mir der Blitzschaden hier gerade am meisten wehgetan hat bei dem Versuch. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch relativ töricht, diesen Chlorantie-Ring hier einfach so auszusieben. So, lass mich mal kurz schauen. Ja, guck mal, was für eine magere Blitzdefensive hier nur hinterhängt. Ich glaube, ansonsten hätte ich das eventuell sogar geschafft. Aber der Dicke, der macht halt normalen physischen Schaden, will ich meinen. Deswegen traue ich mich jetzt nicht ausschließlich auf den Wert zu gucken. Ich schaue mal, wie der Ring das jetzt hier abfangen wird. Und danach kann ich ja immer noch ein bisschen rumprobieren. Jetzt weiß ich ja wenigstens, was hier auf mich zukommt. Ich könnte auch versuchen, weil der Typ hier, der fängt erst an mit seiner Blitzwaffe. Mann, ich will gucken, wie viel Schaden der jetzt hier mit Blitz... Okay, guck mal, den hier kriege ich mit meinen Blitzpfeilen eigentlich ganz gut down. Das ist schon so ein bisschen Ornstein und Smaug für Arme, oder? Oder ist das Zufall? Hat der Titten? Ist das eine Frau? Ich habe mir noch gar nicht die Namen von den beiden angeguckt. Ich war so geflasht und bin es gerade immer noch. Prost. Eigentlich könnte ich jetzt auch meine ganzen Menschenbilder wegballern, ne? Und immer wieder, wenn ich merke, das wird ja zu knapp, nachsteuern. Aber nö. Nee, komm, ich mach das jetzt weg. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich zuerst den oder den weghaben möchte. Also der Pseudo-Doktor mit seinem weißen Kittel, der ist schneller down. Ach so, oh, das ist ja jetzt auch jedes Mal ätzend. Okay, ich weiß schon wieder, was mich auch an diesem Kampf am meisten nerven wird. Aber das ist bei mir so typisch. Das war auch im ersten Dark Souls-Teil so. Ich meine, ihr kennt ja nur meine Art und Weise, mit dem ersten Teil umzugehen, als ich das Spiel schon relativ gut kannte. Da geht das dann immer noch, aber als ich das zum ersten Mal gespielt habe, alter Vater, das wäre nicht jugendfrei gewesen. Wisst ihr, wie ich das Let's Played hätte? Gilt übrigens für sowohl Teil 1 als auch Teil 2. Das wäre so richtig das Mirko LP 2.0. Also ernsthaft jetzt. Es sei denn, ich würde ständig meine Flucharien rausschneiden und wegpiepen und hast du nicht gesehen. Also das hätte ich nicht ruhig gekonnt. Man merkt das vielleicht auch schon an diesem Let's Play oder auch am letzten, also zu Teil 1. Dass ich mir manchmal wirklich massivst auf die Zunge beißen muss. Und also ich muss das natürlich nicht. Ich kann ja hier mich im Grunde genommen austoben, wie ich möchte und rumbrüllen und hast du nicht gesehen, aber ich würde mich dann rückblickend betrachtet für die Videos schämen. Das ist dann immer so ein impulsiver Moment, auf den ich dann aber im Nachgang nicht stolz bin. Also ich bin schon so oft beim Nachbearbeiten der Videos wirklich in meinem Stuhl versunken und dachte mir, um Gottes Willen, das kannst du nicht online bringen, ja? Das ist, naja, manchmal ein bisschen freaky. So. Okay, ich würde mal sagen, gehen wir nochmal rein. Ohne Plan. Eigentlich, die sind halt relativ schnell, so. Ich habe mich jetzt auf so einen Boss überhaupt nicht eingestellt. Also den blocke ich auf jeden Fall gut weg. Und den anderen auch. Die machen doch beide zum jetzigen Zeitpunkt
nur physischen Schaden, korrekt? Heißt andersrum. Guck mal, die ziehen mir auch kaum Ausdauer ab. Ich glaube, ich soll mir mal ein bisschen mehr Zeit für die Analyse meiner Kontrahenten nehmen. Schade ist jetzt natürlich, dass wenn ich auf den Bogen umschwenke, dann ist mein mein Schild weg. Habe ich den Satz begonnen, wenn ich jetzt auf meinen Bogen umschwenke? Genau, dann kann ich nicht mehr auf mein Schild zugreifen. Ja, ich weiß, deswegen wurde mir die Armbrust empfohlen. Ich weiß auch noch, dass man das parallel dann nutzen kann. Aber ich glaube, Geduld ist ja das Zauberwort. Und mein Schild gibt mir eigentlich alles, was ich benötige, um das hier zu gewinnen. Guck mal, ganz easy. Meine Ausdauer reißen die mir halt nicht so brutal runter wie manch anderer Boss. Es sei denn, die Skills, die kommen später. Und der hier, der kann ja gar nichts. Der greift zweimal an und danach ist erstmal... Da ist schon wieder das Loch. Okay, das Loch des Grauens. Das habe ich wirklich beim ersten Versuch nicht gesehen. Kein Scherz. Ich frage mich, ob hier... Nein! An allen Rändern so ein Loch ist. Ich verstehe zwar gerade nicht, warum ich keinen Schaden gefressen habe, aber das ist okay. Kann ich gut mit leben. Verwandelt er auch... Nein! Das war dumm. Das war sehr dumm. Verwandelt er auch irgendwann seine Waffe oder macht das nur der Facharzt? Okay, alles klar. Frage beantwortet. Und lass mich raten, die haben wahrscheinlich auch andere Movesets, wenn die einmal am am Brutzeln sind, sage ich mal. Okay, ich würde jetzt ganz gerne das hier nehmen. Kann ich parallel dazu auch mein Schild benutzen? Ja, das sieht gut aus. Idealerweise würde ich das auch einsetzen, wenn die so ein bisschen beieinander stehen. Kriegen wir das vielleicht hin? Ich muss sagen, dass mich die Tatsache, dass es hier Löcher gibt in den Ecken des Raumes, glaube ich, dass mich das gerade massiv beunruhigt. Oh oh. Okay, ich habe ihn getroffen. Dafür habe ich auch arg einstecken müssen. Oh! Guck mal, es hat sich ausgebrutzelt bei dem. Warum? Ich habe, glaube ich, immer ein extrem beschissenes Timing, meine Pyromantien zu wirken. Auch wenn ich gerade, ja, ziemlich glücklich feststelle, dass ich beide getroffen habe. Oh nein! Jetzt backt er ihn wieder aus! Lass ihn drin! Keiner will das! Wir haben genug Elektrizität hier für alles, was wir brauchen. Du musst jetzt hier in die Steckdose spielen. So, komm her, Schnucki. Ja, ich würde jetzt, wie gesagt, einen Bogen in die Hand nehmen, wenn ich dadurch mein Schild nicht verlieren würde. Nein, ich habe mein Schwert nicht. Scheiße. Ich gerade voll zum Angriff ausholen wollte und das gar nichts. Und zwei. Oh, scheiße, der haut auch noch ein drittes Mal zu. Das wird mir jetzt zum Verhängnis. Es sei denn, es gelingt mir noch, mich zu... Heilen! Nein! Ich hasse Bosse, wo es so schwierig ist, den richtigen Heilmoment rauszufinden. Und es ist logischerweise bei zwei noch schwieriger als nur bei einem. Ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt noch gedanklich und taktisch mit einfließen lassen soll, dass ich irgendwann die DLCs noch machen will. Aber ich glaube, ich werde mir jetzt ein Menschenbild gönnen. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich die, hoffe ich zumindest, auf null runterwirtschaften werde. Aber, naja, machen wir das jetzt einfach mal so. Und, ja, ich werde jetzt den Laufweg hier mal rausschneiden, weil das ist ja wirklich mega langweilig. Das mit der verkackten Königstür hat man sich doch auch nur ausgedacht, um kleine, arglose Spieler zu ärgern, oder? Wer ist... Oh, Vengals Kopf könnte man beschwören. Ich werde es nicht tun. Hab das ganze Let's Play über konstant durchgezogen. Ich will nur gucken. Und Benhard aus Jugo. Ich weiß gar nicht mehr so... Das ist der mit dem blauen Schwert aus dem Wald am Anfang. Und ihmchen hier, das ist der aus dem Nebelwald. Krass, die kann ich sogar noch zuordnen. Also gut, ist bei den beiden jetzt nicht so schwer, weil die sehr speziell sind. Aber, ja, Hilfe kriegt man hier ausreichend, wenn man sie denn nutzen möchte. So, ich glaube, ich werde es jetzt mal wieder mit dem... Hallo, warum hat der mich denn gerade getroffen? Weil seitlich kann das sein.
So, ich werde mich jetzt immer um den kümmern. Wie oft haut der zu? Dreimal. Okay, dann darf ich zweimal. Ich finde, das ist ein fairer Deal. So, und die fangen immer so ab der Hälfte, glaube ich, an, auf ihren Elektroscheiß umzuschwenken, ne? Ich meine, der Schaden, der geht. Ich muss nur aufpassen, dass ich die Deckung nicht fallen lasse. Das ist manchmal leichter gesagt als getan. Aber sein Schild sieht cool aus. 1, 2, 3. So, jetzt habe ich den anderen auch noch erwischt. Das war teilweise so geplant. Alles Teil des großen Welteroberungsplans. War das jetzt noch... nein! Aua! Jetzt habe ich meine Deckung fallen lassen. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Super. Ich will das aber auch eiskalt ausnutzen. Hier kriegst du so eine richtige Heilungsparanoia. Die sind doch richtig so programmiert, dass sie erst recht aggro auf dich werden, wenn du gerade zu deinem Estus-Flakon-Genuss ansetzen möchtest. So, komm her, Schnuggi. Damit kannst du mich jetzt nicht mehr beeindrucken. Der Drops ist gelutscht. Wie oft haut der zu? Okay, zweimal. Aber das muss ja nicht alles sein. Der kann nämlich auch dreimal, wie wir gerade gesehen haben. Ich glaube, ich werde mich jetzt immer mit einem Schlag begnügen. Und das ist wie bei Ornstein und Smaug. Beide im Blick behalten. Keinen Fehler machen. Immer die Ausdauer im Blick behalten. Jetzt gehen sie aber ab. Den einen habe ich gerade hinter mir. Das ist gar nicht gut. Ausdauer war gerade auch nicht gut, aber... Inzwischen kennt man das ja. Stand da gerade rechts noch einer? Ich habe mir gerade voll eingebildet, dass ich jetzt hier noch einen anderen gesehen habe. Eins. War es das? Ich glaube, das war's. Nein! Scheiße! Wow, habe ich da gerade verdammtes Glück gehabt. Alter Vater. Kumpel, du bist tot! Der ist weg, ne? Wird der andere jetzt auch irgendwie groß oder so? Hallo? Warum bist du noch da? Oh shit, ich glaube, ich sehe schon, worauf das hinauslaufen wird. Wir müssen ungefähr zeitgleich sterben, ne? Ich hoffe, wenn der andere jetzt gleich zurückkommt. Hallo! Haben wir nicht ewig Zeit hier, dass der nicht mit voller Energie zurückkommt. Aber gut, mit Rollen kann man dem eigentlich auch ganz gut ausweichen. Hallo, nein! Scheiße. Du dummer, dummer, kleiner Pisser. Aber guck mal, ich krieg den voll totgehauen hier. Super. Und gleich macht der eine das wieder mit dem... ganz toll. Aber wenn ich die abgelenkt kriege, dann... leben die einander nicht wieder, oder? Oder schätze ich das gerade falsch ein? Das ist echt fies. Das heißt, du musst die entweder irgendwie voneinander fernhalten. Oder die möglichst... What the fuck? Okay, dass der so viel Schaden austeilen kann, das überrascht mich gerade ein bisschen. Nein! Nee, das wird so nix. Das wird so nix. Vor allen Dingen nutze ich... Doch, ich hab sie! Ich hab sie! Aber ich glaube, ich habe gerade extrem viel Glück dabei gehabt. Kann das sein? Aber hey, meine Gesundheitsleiste ist immer noch voll. Jawohl, wir sind immer noch menschlich. Oh. Brave undead. You have proven yourself to me. Now, be one with the dark. Ja, an die Ekeloma mit den Schimmelhaaren erinnere ich mich noch. Weiß aber nicht mehr, wie stark die war. Also wir haben die damals als Kloppy... Nein! Was zur Hölle? Warum war denn mein Bogen gerade drin? Den habe ich doch überhaupt gar nicht ausgewählt. Okay, ich kapiere schon wieder überhaupt nicht, was abgeht. Warum verflucht mich das? Kann ich das hier wegmachen? Ich will nicht, dass ich hier immer verflucht werde. Ich war doch gerade noch so froh, dass meine Menschlichkeit so erhalten blieb. Warum mache ich denn so wenig Schaden? Zu viele Warums. Alter.
Das mit dem Fluch geht mir gerade mega auf den Piss. Und die verträgt extrem viel. Und ich dachte, ich wäre jetzt hier irgendwie voll gut dabei. Mir war so, als könnte man diese Dinger um sie herum irgendwie zerstören. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich verliere hier schon wieder Energie gerade. Irgendwie verstehe ich die noch nicht so ganz. Ich weiß nur, dass der Fluch mich extrem abfuckt. Jetzt kann ich nochmal gucken, ob ich diese kleinen Viecher irgendwie aus dem Weg räumen kann, weil das geht gerade überhaupt nicht. Eigentlich hätte ich auch nochmal leveln sollen, ne? Das wäre auch meine Idee gewesen. So, okay, aber ganz ehrlich, wenn ich mich hier immer heile, dann... Obwohl, Alter, die zieht mir meine Gesundheitsleiste so krass runter. Man konnte diese hässlichen Gnubbel doch irgendwie wegmachen, oder verwechsel ich das gerade mit einem anderen Boss? Also gegenhauen hat gerade nicht funktioniert. Oh, das ist jetzt schon wieder... Das ist jetzt schon wieder so scheiße vor dem Hintergrund, dass das Spiel einen dazu zwingen will, die ganze Zeit Menschenbilder zu fressen. Oder muss ich jetzt diesen... Ja, ich könnte alternativ natürlich auch diesen Ring anlegen. Ja, muss ich auch. Warum zur Hölle trinke ich Estus? Okay, also zwei Sachen muss ich jetzt anpassen. Der wird mir aber auch extrem fehlen. Du wirst mir so fehlen. Ich will dich eigentlich gar nicht ablegen. Was ist denn das, was sie da immer zaubert? Das ist doch nicht physisch, oder? Hat die Tante überhaupt physischen Schaden? Ich bin mir nicht sicher, was jetzt hier die beste Vorgehensweise ist. Könnte das auch Dunkelheitsschaden sein? Also am ehesten würde ich noch... Weil das sieht nach Hexerei aus, was sie da castet. Ist das auch Magie zugeordnet? Oder dahingehend verstehe ich das Spiel halt auch nicht so zu 100%. Ich könnte ja mal die Königsrüstung anlegen. Ich meine ganz ehrlich, wenn sie keinen physischen Damage macht, dann... Könnte das ja vielleicht helfen. Warte mal, habe ich noch irgendwas, was die Magieabwehr noch weiter erhöht? Gab es hier nicht so ein bisschen Gewandgedöns oder so? Wahrscheinlich bin ich gerade vollkommen auf der falschen Fährte, aber ich glaube nicht, dass das physisch ist. Ich glaube nicht, dass das Feuer ist. Blitz, Finsternis könnte es höchstens noch sein. Aber da... vor, das macht doch einen großen Unterschied. Ist Hexerei Finsternis? Ich glaube, ich bleibe hier erstmal bei meinem... Oh, ist das alles stressig hier. So, jetzt wird das hier auch total die interessante Ringewirtschaft hier. So, die Runde, die kann ich jetzt, glaube ich, eh erstmal nicht ernst nehmen, weil ich jetzt meinen Seelenrettungsring drin habe und jetzt eigentlich nur das Ziel verfolge, diese auch irgendwie abzugreifen. Also, der sieht schon mega geil aus, der Boss. Das sieht so ein bisschen aus wie... Die Geliebte von Nito. Mit der macht Nito bestimmt immer auf der Rückbank total rum, wenn gerade keiner guckt. So, aber ich nehme jetzt hier erstmal meine Seelen mit. Und dann, was mache ich mit dem Rest? Vielleicht eine Feder nehmen, damit das nicht ganz so blamabel ausfällt. Ich weiß, es ist jetzt nicht die spannendste Vorgehensweise, aber so viel Zeit muss sein. Kriege ich damit zwei Level-Ups hin? Nee, ne? 35.000 beziehungsweise mehr waren das. Es fehlt nicht mehr viel. Aber ich habe halt auch keine Seelen mehr über, die ich aus dem Inventar heraus wegfischen könnte. Außer die Bossseelen halt. Oder die Riesenseelen oder so. Aber ich weiß halt auch nicht, wie viel die mir am Ende zurückgeben. Und ich will das auch nicht versuchen. Nicht, dass das voll wenig ist und ich das dann später irgendwie noch gebrauchen kann oder so. So, was tun wir? Was tun wir? Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt bringt ein Level-Up gar nicht mehr so wirklich viel. Ich glaube, ich nehme mal noch das Stückchen Vitalität hier mit. Und ja, dann ist jetzt die Frage, warte mal. Wir haben hier den Spielerstatus. Oh, knapp 8000 fehlen nur. Habe ich wirklich keine Seelen mehr? Nö. Nur diese riesen Palette an Boss-Seelen. Aber die will ich jetzt nicht ausgeben. Das ist bitter. Das ist sehr bitter. Aber
Bei den Ringen sollte ich vielleicht nochmal gucken. Ach guck mal, hätte ich den Ring hier gar nicht gebraucht. Wusste aber ja vorher nicht, dass ich mit der Feder arbeite. Ja, die Sache mit den Ringen. Das ist so eine Sache, mit den Ringen, ne? Ich versuch's mal mit dem Finsterquarzring. Ich habe das blöde Gefühl, dass mir dieser Chlorantie-Ring sehr, sehr, sehr doll fehlen wird. Und ich bin wieder am Überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, es ohne Schild zu probieren. Einfach weil ich im letzten Kampf auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie geblockt habe. Die nächste Frage ist jetzt, wenn ich... Damit habe ich mir jetzt ein bisschen Platz geschaffen hierfür. Das ist doch mal interessant. Also ich habe gerade so innerlich amüsiert gelächelt wegen... Ach nee, das geht ja alles gar nicht. Wegen den 70%, die ich soeben unterschritten habe. Das geht ja alles nicht, weil ich diesen einen ollen Ring brauche, der mein Menschlichkeits... Also das hier, genau. Ich wusste gerade nicht, wie ich es formulieren sollte. Das ist so bitter. Das ist so bitter. Ich bin mir aber so sicher, dass man diese hässlichen Knubbel da irgendwie zerstören kann. Und das kann nicht sein, dass man das irgendwie nur mit Zauber oder so machen kann. Das ist Humbug, weil wir haben damals auch keinen Zauberer gespielt, sondern einen richtigen Kloppi. Er hatte zwar eine 10-mal so große Waffe wie das, was Otti jetzt hier schwingt, aber trotzdem. Vielleicht wird das doch nicht der letzte Part. Leute, vielleicht werden wir uns noch eine Zeit lang mit dem Spiel begnügen. Einfach, weil ich nicht imstande bin, diesen Boss hier zu legen. Aber wir versuchen es mal zweihändig und gucken, was passiert. Mein Bogen habe ich jetzt auch... Achso, ja. Gar nicht ausprobiert. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Boah, ich glaube, das mache ich. Ich glaube, ich werde mal den Bogen gleich austesten. Vielleicht ist sie ja sogar empfindlich gegenüber Blitz. Wer weiß das schon? Also ich auf jeden Fall nicht. Was hatte ich denn hier vorher drin? Ach, den Klingelring, ne? Den Klingeling, die Dingelingring. So. Ist das gut? 58 Schuss habe ich noch mit den Blitzpfeilen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie eher feuerempfindlich ist. Ich habe jetzt im letzten Versuch, glaube ich, auch keinmal die Pyromantie zum Einsatz gebracht. Aber wir gehen jetzt einfach. Wir gehen jetzt einfach rein ins Getümmel. Jetzt ist auch die Cutscene weg. Das heißt, wir kommen noch schneller in den Kampf. Juhu. So, am Anfang castet sie immer ihre hässlichen Freunde. Auf jeden Fall ist der Schaden viel, viel ordentlicher als vorher. Es geht deutlich schneller, meine Ausdauer. Oh, die füllt sich so langsam nur auf. Das ist echt, das tut echt weh, sich anzugucken so. So. Kann man euch nicht aus dem Weg räumen? Doch. Ich glaube, der ist gerade verschwunden, oder? Oder habe ich das nur falsch gesehen? Also ich wette, dass sie zurückkommen, aber vielleicht vereinfachen die mir trotzdem den Kampf. Vielleicht kommen sie aber auch gar nicht zurück. Und guck mal, im Gegensatz zum Finsterschleicher wandert ihr Strahl auch gar nicht so. Also sie strahlt sehr, sehr straight. Okay, irgendwie... Aua. Boah, warum machst du so viel Schaden, Vibe? Ich glaube, mit ihrer Sense macht sie doch ganz normalen... Aua. Physischen Damage. Nochmal heilen, bitte. Ich könnte jetzt ja eigentlich auch mal den hier probieren. Warte, erst wenn sie wieder ihren Strahl vom Stapel lässt. Ja, die strahlt halt gerne, die Frau. Hatte in ihrem Leben wahrscheinlich sonst nicht so viele strahlende Momente. Da kann man Otti mal mit ein bisschen Licht empfangen, ne? Also wenn ich auf eine Sache neidisch bin, die sie so hat, dann ist das definitiv ihre Waffe. Die ist nämlich viel, viel geiler als mein... Nein! Ich drück die ganze Zeit, der reagiert nicht! Habt ihr das gerade gesehen? Der wollte den Slot im Waffenslot da nicht wechseln, im rechten. Aber dieser Chlorantie-Ring, der fehlt mir. Der fehlt mir hier extrem. Au! Au, 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 das ist so fies. Und lass mich raten, sie kommt bestimmt bis ans Ende dieses Raumes, oder? Na, obwohl, nee. Kommt sie nicht, da muss sie mir schon ein bisschen entgegenkommen. Die olle Flitzpiepe. Warte, Otti, zweihändig, hatten wir doch gesagt.
Halte ich doch mal in unsere Absprachen. 1 und 2 und 3. Nein! Ich habe gedrückt. Ich schwöre euch, der ist nicht gerollt, obwohl ich gedrückt habe. Es ist auch schon gerade so spät, ey. Ich sollte vielleicht auch nicht so rumbrüllen, aber ist ja halt gerade so ein bisschen prädestiniert, ne? Rotti, bist du wenigstens zweihändig? Warum auch immer das mit dem Ausweichen gerade nicht geklappt hat. Der Angriff ist eigentlich der geilste von allen. So, warte mal, jetzt trinken wir mal hier ein Schlückchen. Und 1 und 2 und 3. Jawohl. So wollte ich das timen. So hat das gut funktioniert. Oh, oh. Oh, oh. Was wird das? Ah, so ein Ausraster. Ist irgendwie so Standard, oder? Das kann jeder Boss. Aber da brauchst du dir wirklich gar nichts drauf einbilden, Nashandra. Das können andere irgendwie viel imposanter als du. So, jetzt gucken wir mal, was das hier kann. Ich habe eigentlich gerade einen Pfeil abgeschossen. Ich verstehe manchmal, wie gesagt, nicht, warum das Spiel nicht reagiert. What? Okay, der Schaden, der übersteigt gerade meine Erwartungen um ein Vielfaches. Okay, Strahl. Nee, und jetzt bringt sie diese Mistmaden-Viecher hier. Ah, die sind ganz schlecht. Es fehlt nicht mehr viel. Nein, nein, nein. Okay, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich habe Trinken gedrückt. Nein, ich wollte auf mein Schwert. Ich habe sie gleich. Ich habe sie gleich und ich werde sie wieder verkacken. Meine Hände schwitzen. Mein Pet flutscht hier schon wieder rum in meinen Händen. Microsoft, ich brauche ein Pad mit Noppen. Habt ihr mich verstanden? So richtig schöne Noppen. 1. Okay, das war nur der eine. Das war nur der eine. Ich hab sie. Ich hab sie. Yeah! Cool. Ich freue mich. Nashi Nashandra. Die nascht bestimmt voll gerne. Was? One drowned in poison, another succumbed to flame. Still another slumbers in the realm of ice. Not one of them stood here. As you do now. You, conqueror of adversities. Give us your answer. Oh, wie schön die Musik auf einmal wird. Oh, ich wollte gerade sagen, ich würde gern dem in die Augen gucken, der mit mir spricht, aber wir zwei kennen uns ja schon. Nehme ich hier... Oh! Was ist das denn jetzt schon wieder? Was zur Hölle ist das? Ich kann mich nicht an einen dritten Boss erinnern. Leute, ich schwöre euch, ich dachte, mein Finale besteht darin, Nashandra zu bekämpfen. Wo kommt denn Aldia jetzt auf einmal her? Wow. Nee. Wahnsinn. Ey, wenn ich jetzt Nashandra und danach direkt im Anschluss Aldia noch bekämpfen muss, dann, ja, nee, ich glaube, das wird dann eher nichts. Also, ich habe jetzt gerade ein bisschen Scheiße gebaut, weil ich den Ring des Bindens aus Versehen abgelegt habe. Ich hoffe, dass ich direkt jetzt mit Aldia konfrontiert werde und gehe mal ganz stark davon aus, dass es da ein Feuerangriff war, den er vom Stapel gelassen hat. Ich glaube, ich sehe den zum ersten Mal. Ich habe den noch nie gesehen, Leute. Keine Ahnung. So, ja, Seelen holen wäre eigentlich ganz geil, ne? Und vor dem Hintergrund, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so ganz spannend ist, will ich leider nochmal den hier machen. Und werde dann, genau, die Feder gleich... Nein, warte, warte, warte. Erst heilen. Und dann nehmen wir die Feder. Und keine Sorge, die Wege, die werde ich dann wieder rausschnibbeln. Passiert ja auch nicht sonderlich viel. Okay, immerhin stehen wir Aldia direkt gegenüber. Dieser komische Feuerangriff, den er da vorhin gecastet hat, der mich vorhin zum Verrecken gebracht hat, der erinnert mich total an die Feuerattacke vom Finsterschleicher. Waren das nicht auch drei Bälle?
Ich stand wahrscheinlich einfach nur mega scheiße. Ich war auch so super perplex. Ich dachte am Anfang, dass der nur reden wollte. Aber er wollte so viel mehr. Deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen besser vorbereiten. Und Level-Ups sind für eine Vorbereitung, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Ich dachte gerade, unsere Olle hier ist weg. Bearer of the Curse, genau. Habe schon wieder voll vergessen, was sie sagt, obwohl ich das jetzt schon 10.000 Mal gehört habe. So. Was machen wir? Wir gehen einmal auf Anpassung. Und zweimal auf Kondition. Und so schnell können die Seelen dann im Nirvana verpuffen. Und eigentlich, vielleicht auch uneigentlich, würde ich jetzt ganz gerne noch ein paar Pfeile einkaufen. Aber welche von den guten? Also von den Blitzpfeilen zum Beispiel. Aber die Blitzpfeile sind mir zu kompliziert. Also der Händler, der ist mir da zu doof platziert. Deswegen gucke ich mal, kann ich ja auch größere einkaufen? Ja, also jein. Der hat halt keine mehr im Bestand. Schade eigentlich. Gibt es denn mal Jula noch irgendwelche Händler, die das... Komm ey, wir werden den ja wohl ohne Pfeile jetzt irgendwie gelegt bekommen. So, was kann ich denn machen, um mich gut davor zu schützen? Ich kann den Flammenquarzring anlegen. Den hier brauche ich jetzt auch nicht mehr. Das heißt, ich könnte meinen geliebten Chlorantiering, den ich ja jetzt ein bisschen verschmäht habe, wieder mit ins Boot holen. Die Pyromantieflamme, ganz ehrlich, die wird mir doch nichts nützen, oder? Ich glaube, auf die werde ich mich jetzt in dem Kampf hier nicht verlassen. Und bei der Ausrüstung könnte ich halt noch überlegen, auf Feuerdefense zu gehen. Aber wer weiß, vielleicht ist das sein einziger Feuerzauber und vielleicht kann man dem auch ganz gut ausweichen. Vielleicht habe ich mich da nur ein bisschen doof angestellt. Ich glaube, ich werde das so mal versuchen. Und einfach gucken, was passiert. Sollte ich sonst noch irgendwas hier erledigen? Ich glaube, erstmal nicht. So, Leute, ich bin gespannt. Ich habe jetzt die Ringe richtig platziert. Irgendwie mag ich das gerade total gerne, ohne Schild zu kämpfen. Also ein Schild wäre vielleicht noch eine andere taktische Komponente, um das Feuer abzuwehren. Ich muss die ganze Zeit rülpsen. Es tut mir so leid, die Cola ist schuld. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wer einmal Bloodborne durchgespielt hat, der fühlt sich wesentlich sicherer ohne Schild. Das macht er irgendwie immer zu Beginn, kann das sein? Alter. Alter. Das ist aber fies. Nein. Okay, das hat jetzt nicht so mega viel Schaden ausgeteilt, aber ich wünsche mir, dass er irgendwann mal damit aufhört. Kann es sein, dass das nur sein hässliches... Oh, scheiße, ich brenne. Dass das nur sein hässliches Begrüßungsritual ist? Ich habe noch nicht so ganz kapiert, wie dieser Boss funktioniert. Aua. Also der hat mich nicht getroffen, aber es tut schon vom Zugucken weh. Der darf auch gerne mal schießen, Otti. Oh nein. Oh nein, ich ahne Schreckliches. Oh, da braut sich was über ihm zusammen. Und ich glaube, ich bekomme das gleich ab. Oh Gott, ich kann gar nicht hingucken. Das ist voll der Countdown des Todes. Aber ich habe es überlebt. Ich sehe hier ehrlich gesagt noch kein geeignetes Mittel gegen ihn. Ich würde ja schon ganz gerne in Nahkampf gehen, aber... Aua. Alter, diese scheiß Kugeln! Okay, ich brauche definitiv ein Feuerschild. Also wenn es denn wirklich Feuer ist, aber das kann ich ja mit Hilfe eines Schildes ganz gut in Erfahrung bringen. Ja, keine Ahnung. Was soll man denn machen? Wenn der hier die ganze... Okay, also in Bewegung bleiben. Damit bin ich auf jeden Fall schon mal gut beraten, glaube ich. Das ist eigentlich ein guter Moment, um in den Nahkampf zu gehen, oder? Und da ein bisschen auszuteilen. Das wird wahrscheinlich sogar der beste Moment sein, weil er sich ja hier mega lange auflädt, aber auch mega hart austeilt. Ah, der Boss ist scheiße. Der macht keinen Spaß. War Nashandra irgendwie cooler und selbst die beiden da vorher. An den komme ich halt nicht ran. Hier bist du doch voll angearscht, wenn du nur Nahkämpfer bist. Mein Bogen kann ich ja auch nichts. Also ich kann jetzt natürlich gefühlte 10 Stunden auf den schießen, aber na, spätestens wenn diese hässlichen Kackköttel hier kommen, dann kann ich mir das knicken. Aber ich glaube, ich hatte
den ein oder anderen Schild, der Feuer ablockt. Boah, trotzdem ist das mega nervig. Wie soll ich hier auf ordentlichen Schaden kommen? So, ich werde es jetzt doch nochmal ohne Schild probieren. Weil ich will jetzt noch ein, zwei andere Sachen ausprobieren, die mir am Ende des letzten Kampfes aufgefallen sind. Zum einen möchte ich mal gucken, ob ich die Chancen nicht irgendwie besser nutzen kann, indem er sich auflädt. Ist natürlich ein bisschen gefährlich, aber ich will einfach mal schauen. Vielleicht tun mir ja diese Angriffe nichts, also zumindest diese kleinen Kügelchen, wenn ich nah bei ihm stehe. Also wahrscheinlich schon. Und ich will mal gucken, ob wenn ich versuche, den seitlich auszuweichen, das kann ich ja jetzt hier direkt zu Beginn versuchen. Ach nee, der macht doch nicht immer das Gleiche. Vielleicht reicht es ja auch, seitlich zu laufen. Vielleicht muss ich ja gar nicht rollen, weil meine Ausdauer jedes Mal... Ja, okay, genau. Das war nämlich jetzt mein großer Wunsch. Meine Ausdauer ist so schnell down gegangen. Und ich muss jetzt einfach, anstatt abzuwarten, was er als nächstes macht, in dem Moment, wo ich feststelle, der lädt sich auf... nein, das tut er jetzt gerade nicht. Jetzt aber... Oh, okay, also wenn er diese kleinen Bällchen bringt, dann muss man das wirklich mit einem Schild wegblocken. Gibt es keine andere Möglichkeit? Was? Wie soll man dem ausweichen? Ich kapiere es nicht. Muss ich mein Gewicht reduzieren? Wenn ich rolle, schaffe ich es nicht. Wenn ich zur Seite laufe, schaffe ich es auch nicht. Keine Ahnung. Nein, ich habe ganz vergessen, dass dieser Gürm-Großschild so hohe Stärkeanforderungen hat. Menno. Und auch die anderen 90er hier. Also mit... Obwohl, nee, warte mal. Da ist... Hä? Ich habe gerade voll falsch geguckt. Habe ich hier irgendwie noch einen anderen Schild, der eine gute Feuerabwehr hat? Ja, der hier, aber der braucht auch 29 Stärke. Damit kann ich leider nicht dienen. Oh, Kinders, ey, ich glaube, das wird hier nichts mehr. Ich glaube, das wird hier nichts mehr. Der hier ist noch ganz gut mit 80. Ich kann das ja überhaupt nicht einschätzen, aber irgendwas muss ich ja probieren. Ich gucke mal, wie viel das abfedert. Wenn das überhaupt was abfedert. Am Ende sieht das so aus wie Feuer und ist eigentlich irgendwas ganz anderes. Aber wir gucken mal, weil ich glaube, der macht ansonsten gar keinen physischen Schaden so. Aber der sieht cool aus. Der gefällt mir. Hey, scheiß drauf, wenn wir sterben. Immerhin sehen wir cool aus, wenn wir verrecken. So, warte mal, bin ich... Oh, ich bin aber gewichtsmäßig trotzdem drüber. Ich nehme jetzt mal den Bogen weg und... Na, super. Ganz toll hier, Mensch. Ich habe das Gefühl, dass wirklich nur Feuer mir hier ein Problem bereitet. Hm. Das hier hatte die wenigste... den wenigsten oder geringsten Feuerbonus. Boah, Leute, keine Ahnung, bin total überfordert. Wir probieren es jetzt einfach. So, und ich habe jetzt noch mal ein bisschen mit der... Ausrüstung rumgespielt und... Ja, habe jetzt die Strafmaske an. Drei Ausrüstungsteile aus der Schmelzer-Dämon aus dem Ausrüstungsset. Und ich glaube... Hier... Oh, nee. Nee, das ist zu schwer. Es sei denn... Aber das wird ja dann... Nee, das wird am Ende zu schwer sein. Ich hoffe, dass meine eine Waffe ausreichen wird. Ich habe für Notfall Reparaturpulver hier drin. Aber... Also ganz ehrlich, wenn das mit dem Schild jetzt die Gefahr hier nicht abwendet und das hier so stark durchkommt, dass ich trotzdem verbrutzelt werde, dann nützt mir das ja alles nichts. Okay, das sieht man eigentlich kommen. Da hilft es auch, wenn man einfach nur zur Seite läuft. So, aber das ist nicht die Attacke, die gerade für mich von Interesse ist. Danke, dass du sie genau deshalb wahrscheinlich nochmal bringst. Okay, Schaden hat mich das jetzt nicht gekostet. So, das ist ja auch eine Feuerattacke, ne? Die ist noch relativ einfach zum Ausweichen. Das wäre eigentlich auch ein guter Moment gewesen, um anzugreifen. Aber ich möchte jetzt in dieser Runde
Nicht ins Loch fallen. So wollte ich den Satz jetzt eigentlich nicht beenden, aber toll, dass wir das jetzt auch mal gesehen haben in diesem Kampf. So, dann probieren wir es jetzt nochmal. Diesmal mit erster Prämisse, nicht ins Loch fallen. Mal gucken, ob es diesmal was wird. Ich meine, ich weiß ja, dass das hier so rechts von mir ist. Okay, es kommt aber direkt zu Beginn das, was ich mir eigentlich angucken wollte. Ich bleibe jetzt stehen, halt mein Schild oben. Und, oh, die Ausdauer. Alter, wie mir das die Ausdauer zerfickt. Wie macht man das? Wie zur Hölle weicht man diesen Scheiß aus? Ich bin total ratlos. Und das Problem ist, dass ich eigentlich das jetzt alles final aufnehmen wollte. Das heißt, die ganzen ultimativen Tipps von euch, die werde ich höchstwahrscheinlich gar nicht berücksichtigen können. Es sei denn, ich riskiere, das auf dem letzten Drücker aufzunehmen. Warte mal, die Folge, die würde an einem Freitag kommen. Boah, nee, das kann ich nicht garantieren. Das kann ich nicht garantieren. Ich werde es jetzt noch einmal versuchen und probiere jetzt mal vorwärts, rückwärts auszuweichen. Wenn das klappen sollte, dann kann ich hier eigentlich auch diese Kopfbedeckung anlegen. Genau, dann haben wir nämlich das ganze Schmelzer-Set jetzt an. Das Ding hier nehme ich beidhändig. Und ja, dann gucken wir mal. Das ist eigentlich der einzige Angriff, der so richtig, richtig problematisch ist. Bei dem zum Beispiel, da weiß ich inzwischen, dass ich einfach hinrennen kann und die Gunst der Stunde nutzen sollte hierfür. Jetzt fehlt es mir an Ausdauer, um auszuweichen. Scheiße. Aber man hat ja auch immer gute Erholungsphasen, ne? Also es ist nicht so, dass... Oh, ne. Ich hab Angst! Komm, Otti, gib alles! Nein. 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 Ich weiß nicht, wie ich dem ausweichen soll. Leute, was soll ich machen? Der Boss macht keinen Spaß. Ich meine, ich will jetzt hier keine Finsterschleicher-Parallelen anstellen, aber jetzt tue ich es wahrscheinlich mit dem nächsten Satz doch. Aber da fand ich den Bosskampf ja wenigstens interessant, weil ich den irgendwann verstanden habe. Obwohl, da hat mich dieser eine Zauber da mit den schwarzen Kugeln, der hat mich genauso abgenervt wie jetzt hier das mit den Feuerkugeln. Aber das hier ist irgendwie krasser. So. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich nochmal in mich gehen. Vielleicht kommt mir ja noch eine zündende Idee bei der Nachbearbeitung. Guck mal, mit so einer Waffe, wie der hier gerade getragen hat. Da haben wir damals das Spiel beendet. Aber ich weiß nicht mal, ob wir Aldia auch bekämpft haben. Also wenn das jemand von uns tat, dann definitiv nicht ich. Und wenn wir den gesehen haben, dann habe ich wahrscheinlich gepennt oder so. Ich habe keinen Plan. Gut, ihr Lieben, dann wird sich das Finale noch ein bisschen hinauszögern. Ich nehme jetzt fast eine Stunde und 10 Minuten auf. Es sind jetzt genau 1 Stunde 8 Minuten. Und ich speichere mal lieber in Majula, beziehungsweise gehe da noch kurz hin. Nicht, dass ich jetzt die Aufnahme beende und kurz danach geht dann hier eine Invasion los. Da wollt ihr ja bestimmt live dabei sein, wenn es darauf hinausläuft. Und ja, ich werde mich jetzt, glaube ich, gleich an die Nachbearbeitung setzen und das so ein bisschen durchanalysieren und hoffen, dass mir die zündende Idee kommt, weil momentan bin ich ehrlich gesagt extrem ratlos. Naja, lasst euch überraschen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.